Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linken behaupten ja immer wieder, militärische Einsätze hätten keine Wirkung oder verschlimmern die Situation gar. Machen wir doch mal den Faktencheck im Bereich Malis. Schauen Sie mal zurück, was in Mali los war. Viele Jahre lang rechtsfreie Räume im Norden des Landes mit kriminellen Bewegungen, die auch uns bedrohen. Dann Vormarsch von einer Verbindung von Tuareg-Rebellen mit Al-Qaida-Ablegern zusammen mit kriminellen Energien auf die Hauptstadt Bamako. Und ich sage Ihnen, ohne das Engagement Frankreichs und der Staatengemeinschaft hätten wir heute Terroristen in Bamako und einen weiteren zerfallenen Staat wie Somalia und andere, der auch unser Leben und unsere Sicherheit bedroht. Und von den Menschen in Mali mal gar nicht dran denken, was mit denen passiert wäre. Und dieser Einsatz hat zunächst mal dies gestoppt. Und dann gab es Friedensverhandlungen. Ja. Dann gab es Friedensverhandlungen und es gab einen Hilferuf der legitimen malischen Regierung an die UN und an unsere französischen Freunde. Und Deutschland hat von Anfang an diesen Einsatz logistisch unterstützt und leistet eine Ausbildungsunterstützung im Süden des Landes. Und die Menschen in Mali sagen alle, wir wollen Deutschland sehen, weil wir traditionell ja sehr gute Bindungen zur malischen Gesellschaft haben. Dies ist die Wirklichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen gleichzeitig, natürlich kann militärische Intervention die Probleme nicht strukturell überwinden, aber sie schafft ein Zeitfenster. Und dieses Zeitfenster in Mali wurde zum Glück genutzt für zivilen Aufbau, für Aufbau von Polizei, für Beratung der Regierung, besser zu regieren, Korruption zu bekämpfen. Und dieses Zeitfenster wurde vor allen Dingen genutzt, um einen Friedens- und Versöhnungsprozess in diesem Land einzuleiten. Der ist schwierig angesichts der Geschichte, bis Menschen sich wieder vertrauen. Das ist ganz eindeutig. Und jetzt sagen Sie, Deutschland würde zur Kriegspartei. Nehmen Sie doch bitte mal zur Kenntnis, dass wir Teil einer UN-Mission sind, die exakt die Aufgabe hat, diesen Friedensprozess und Versöhnungsprozess mit einem klugen Fahrplan übrigens, der liegt ja vor, zu befördern und zu begleiten. Und davon ist Deutschland ein Teil. Und ich weiß nicht, was linke Politik links sein soll, wenn sie das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen als politische Kriegspartei bezeichnet. Wer dann hat die Legitimation, wenn nicht die Vereinten Nationen? Und jetzt sind wir in einer Situation, wo uns Partner und die UN auch seit langem übrigens bitten, mehr zu tun. Und Deutschland hat sich dazu entschieden, mehr zu leisten. Und zwar dort, wo den Vereinten Nationen Fähigkeiten fehlen. Und wir wissen ja seit langem, dass die Industriestaaten in West und Ost übrigens die UN eigentlich ziemlich im Stich lassen. Vor allen Dingen mit technologischen Fähigkeiten, insbesondere auch mit dem, was Deutschland jetzt schwerpunktmäßig liefert, nämlich Aufklärungsfähigkeiten. Und es ist ja so, von den über 90.000 Soldaten in internationalen UN-Missionen kommen 130 circa aus Deutschland. Da können wir, glaube ich, schon noch mehr machen. Wenn wir die UN wirklich stärken wollen in ihren Aufgaben, und wir Sozialdemokraten wollen dies. Deshalb ist doch ganz klar, es gibt viele gute Gründe, sich in Mali zusätzlich zu engagieren. Die UN ist ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich auch die Solidarität zu unserem französischen Partner als engsten Verbündeten im schwierigen Europa, das darauf angewiesen ist, dass Deutschland und Frankreich den Karren weiterzieht. In dieser Situation die Solidarität zu unseren französischen Freunden auch sichtbar zu machen. Nicht nur mit schönen Wetterreden, sondern auch mit Taten. Und wir haben mit den Niederländern eine extrem ausgeprägte militärische Kooperation. Und die Entlastung, die es in Mali gibt, erfolgt in erster Linie bei unseren niederländischen Freunden. Und wer dies im Alltag befördern will, europäische Sicherheitspolitik, der muss in solchen Fragen auch den Praxistest bestehen und muss, wenn man gerufen wird, nicht von vornherein, wie es die Linken immer tun, Nein sagen. Und nicht zuletzt geht es um die Menschen im Mali. Eine aktuelle Umfrage wird dieser Tage veröffentlicht, sagt, über 90% sehen in ihrem Land Sicherheit und Stabilität als Hauptproblem. Und das zweite Problem, die hohe Arbeitslosigkeit. Und die Menschen in Mali wissen im Gegensatz zu den Linken,
dass beides zusammengehört. Ohne Sicherheit wird es keine wirtschaftliche Entwicklung geben. Deshalb ist alles, was wir tun, auch immer eine Hilfe für den zivilen Aufbau. Und unabhängig davon ist Mali ein wichtiges Zielgebiet für deutsche wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir tun hier sehr viel. Und ich sage hier ganz deutlich, der Vergleich Malis mit Afghanistan, den ja manche in den letzten Wochen getroffen haben, der hinkt nun wirklich. Mali ist nicht Afghanistan, weder politisch noch zivilgesellschaftlich, noch von der Gefahr für die Soldaten, noch ökonomisch. Aber an einem Punkt stimme ich Ihnen durchaus zu. Aus den Erfahrungen von Afghanistan muss man für Mali lernen. Wir stimmen diesem Mandat aus Überzeugung zu, aber immer mit einer Voraussetzung. Es darf nicht wie einige Jahre in Afghanistan zu parallelem Arbeiten von militärischen Strukturen und zivilen Strukturen kommen. Nein, wir müssen vom ersten Tag an, wenn wir im Norden mehr Engagement zeigen, dies auch in Mali sichtbar verzahnen, indem auch Deutsche in wichtigen Funktionen in den internationalen Stäben arbeiten. Und wir müssen auch hier in Deutschland als Parlament und als Bundesregierung dafür sorgen, dass alle Ressorts, die für Mali und für die Entwicklung Mali Verantwortung haben, gemeinsam arbeiten, gut koordinieren und kommunizieren. Und unter dieser Voraussetzung ist es nicht nur ein verantwortbarer Einsatz, sondern er ist auch notwendiger. Und nun wird von den Risiken gesprochen, und ich will die nicht verniedlichen. Militärische Einsätze sind nicht ohne Gefahr, sonst würden wir keine Soldaten hinschicken. Und die hohe Zahl der Opfer der MINUSMA-Soldaten ist traurig und tragisch, hat aber bei einer genauen Betrachtung auch was damit zu tun, dass die Soldaten von MINUSMA teilweise schlecht ausgebildet sind und im Großen und Ganzen auch sehr schlecht ausgestattet sind. Wenn wir deutsche Soldaten dorthin schicken, dann haben auch die Soldaten die Gesprächsaufklärung auf der Straße leisten müssen. Das sind nämlich diejenigen, die gefährdet sind, die anderen weniger. Dann haben die den bestmöglichen Schutz. Und der Schutz ist so, dass er den normalen Gefahren in Mali tatsächlich widerstehen kann. Aber niemand kann zusagen, dass wenn Soldaten das tun, was sie tun müssen, nämlich mit Menschen dort reden, auf dem Marktplatz, in den Häusern, dass hier Gefahren bleiben. Aber wir sehen die Gefahren so, dass wir sie verantworten können und reden auch nicht drumherum. Deshalb können wir auch aus der Frage der Sicherheit für die deutsche Bundeswehr mit gutem Gewissen sagen, ja, dies ist verantwortbar und wir bitten das Parlament, dem zuzustimmen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Fritjof Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen.